Na? Ich liebe dieses Ding. Das, meine Freunde, ist ein MG. Nicht True MG, sondern MG. Energie MG. Nicht so lautstark wie MG, aber was auch immer das jetzt gerade für eine Art Bombe war, vor der ich einfach so stehen bleibe und tue, als wäre ich Batman. Ah, gute Idee. Auf einem Raumschiff voller laufender Monster. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting shipwide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Yay! That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Ach, ich nenne dich weiterhin Bärbel. Oder? Warst du Bärbel? Ich weiß es nicht. Ein Loch. Was ist denn da Schönes? Ist da ein weißes Kaninchen drin? Und Alice im Wunderland? Ich weiß es nicht. Oh Gott, es fängt schon wieder an. Ich weiß Sachen nicht. Schlimm. Hallo, Türchen, gehst du auf? Dass ich dann erst zwei, dreimal draufklicken muss. Schlimm. Ich sehe eine Kiste. Wie auch immer ich die jetzt aufbekommen habe. Seltsam, seltsam. Was habt ihr denn hier drin? Schön, schön, schön. Komm ich da rein? Wo ist denn die Tür? Oh mein Gott, es ruft jemand nach einem Techniker. Auf einem einsamen Schiff. Ich sehe was. Na, mein Kleiner, auf die Ömme. Man kann bei denen auch, glaube ich, die Stase einsetzen. Ihr seht schon, das Ding haut rein. Noch so eins. Na? Das Ding bolzt rein. Ich mag Schnellfeuergewehre. Da, 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 da. So. Einfach, weil ich's kann. Okay, was bist denn du für ein Mülleimer? Aha, okay. Why not? Dumbi, 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 da. 20 Jahre Berufsausbildung zahlen sich schon wieder aus. Wo muss ich denn mit dem Ding hin? Wo musst du hin? Denn das macht doch keinen Sinn. Ich trage dich durch dieses Raumschiff. Oh Gott. Wieso komme ich jetzt auf so einen Scheiß? Na? Richtig drin? Geht doch. Schöne Kiste. Meins. Das sagt mal einer, es rentiert sich nicht, wenn man mit dem Fuß aufstampft und mit Überzeugung sagt, ich will das haben. Nö, ist ja doof, hier kam ich ja her. Was denn das? Sauerstoffstation, niedlich. Schränke. Alles meins. Meins? Meins? Komisch, ich kann keine Synchronstimmen, aber diese dämlichen Möwen aus Findet Nemo kann ich. Meins? 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 Okay, wirklich schwierig sind die auch nicht. Meins? Da hinten ist zu. Warum sind da zu? Wieso kann ich da nicht rein? Ach, das ist ein Fahrstuhl. Okay, Fahrstühle sind doof. Da hat man so viele Auswahlmöglichkeiten, wo man hinrennen könnte. Ich würde mir jetzt noch ein Tässchen Kaffee gönnen, bevor ich weiter renne. Aber man hat mir ja die Tasse geklaut. Danke, liebe Familie. Sie sabotieren einen auch, wo es noch geht. Hallo, mein kleines Monster. Na, komm her spielen. Komm, Arschtritt? Du hast Papa mitgebracht. Schön. Glück. Bist du tot?
Da gibt's übrigens einen einfachen Trick, um das rauszufinden. Wenn ihr die Körper aufheben könnt, dann sind sie tot. Ihr könnt natürlich auch ihren Puls fühlen oder einmal drauftreten. Aber ich finde das eigentlich auch ganz lustig. So. Im Regelfall lohnt sich das eigentlich immer. Was gibt's denn hier Schönes? Geile Sache. Na, was habt ihr denn noch hier? Schema-Strahlenmunition. Was? Ah, jetzt komm schon. Tatsache, alles voll. Na. Moment mal. Hä? Was kann ich denn hier abladen? Benutzen. Und schon habe ich wieder Platz. Dieses Schema will ich haben. So. Gut. Download im Shop. Gute Sache. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Ist ja... Boah, ernsthaft. Ernsthaft. Gut, was habe ich denn da alles? Den lege ich ab, den lege ich auch ab. Ist ja nicht wirklich verloren. Das bleibt ja da liegen, wo ich abgeladen habe. Ist auch noch so ein nettes Element. Da kann man sich nämlich richtig schön Vorratslager anschaffen. Ja. Mäh. Einfach nur mäh. Oh, hi. Mit dir hab ich ja gar nicht gerechnet. Willst du eine Tasse Kaffee? Ich hoffe, du hast deinen eigenen Becher dabei. Ja, was willst denn du? Auf die Ömme fallen? Komm, ich helfe dir auf die Beine. Ist das dein Bein? Ich halte es ja mal für die Nase. Wie denn jetzt? Bist du schon tot? Ich traue der Bande nicht. So, du hast was für mich? Hat du da was für mich? Hat du was? Hat du was? Hat du nicht? Warum hat er nicht? Warum sind die immer so geizig? Ihr braucht das Zeug doch gar nicht mehr. Ihr seid doch tot. Da liegt was. Juno wartet. Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait. I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Ja, ich glaube mich zu erinnern, der Typ in Downfall hieß auch Harris. Das war auch einer der Patienten, wo eben keiner glauben wollte, dass er Monster gesehen hat auf der Kolonie und ums Verrecken nicht schlafen wollte. Tja, Kopf ab. Da liegt was. Da liegt was. Okay. Hi Jungs. Alles fit? Dumbi-dumbi-da. Jetzt hat er mir den Textlog nicht abgespielt. Schade. Kann ich den irgendwie im Inventar abspielen? Ach, so wichtig wird er nicht gewesen sein. Wahrscheinlich sowas wie, guck mal hinter dich. Oder war das überhaupt so ein Textding? Ich habe gar nicht aufgepasst. Was bist denn du? Sauerstoff, ja. Ist nie verkehrt, Sauerstoff zu haben. Kennt ihr das? Man hat einfach nie genug Luft. Ungefähr wie ich gerade. Meine Nase ist verstopft. Dammit. Du bist schuld. Da hat jemand Spaß an seiner Arbeit. Hey, Doktor. Na? Aha. Ja, wo guckst denn du hin?
Machst du Feierabend? Schade. Die haben eindeutig zu viel Spaß in ihrem Job. Aber wenn sie Mittagspause machen wollen, sind sie radikal. Das gefällt mir nicht.